Hallo Leute, herzlich willkommen zu Technik for Fun und heute seht ihr, wie man so einen LED-Stripe anbringen kann. Ja, dafür brauchen wir verschiedene Sachen. Einmal gibt es hier so Sets, bei denen wir einen LED-Controller haben. Hier mit Infrarot-Fernbedienung, da kann man dann verschiedene Farben wählen und auch selber welche mischen. Und einem Netzteil. Das hat jetzt ordentlich Leistung. Also in dem Fall hier 12 Volt und 5 Ampere. Und auch hier selbst die LED-Stripes. Das sind hier jetzt welche mit sehr vielen LEDs. Also 3 LEDs kann man die dann immer abschneiden. Und ja, jetzt zeige ich euch mal, wie man die so anschließt. Also zuerst den Netzstecker ins Netzteil. Dann den Stecker in den LED-Controller. So. Und dann hier vom LED-Stripe, der hat da so Pin-Headers, dann einfach den Pfeil auf den anderen Pfeil stecken und dann funktioniert das Ganze. Ja, so sieht das jetzt aus. Da ist der kleine Infrarotempfänger und da muss man dann immer mit der Fernbedienung drauf halten. Und ihr seht, man kann schön die Farben wechseln. Ja, wir haben hier so eine Zwischendecke und in die Decke kommt der Controller rein und da haben wir schon mal eine Steckdose an Kabel gemacht, das wird dann über einen Schalter geschaltet. Und hier drin ist dann jetzt der Controller und da gucken die beiden Kabel raus. Das Ganze wird dann natürlich jetzt hier zugemacht. Jetzt haben wir das schon zugemacht, da kommt dann auch noch so eine Regipsplatte dran. Und das Ganze wird dann zugespachtelt, dass es am Ende nicht mehr auffällt. Ja, jetzt brauchen wir zum Befestigen hier dieses Set. Link natürlich in der Beschreibung. Also wir haben hier einmal die Leiste, dann so ein Plastikblättchen, was unten dran kommt. Ecken gibt es verschiedene, die Halterung für die Wand. Und auch so Verlängerungsstücke, mit denen man dann zwei zusammen machen kann. Ja, ich zeige euch jetzt mal das System hier. Also hier haben wir die Aluleiste. Da diese Wandhalterung, da kommt dann eine Schraube rein. Dann kann man das mit einem Dübel in der Wand befestigen. Wir haben jetzt in dem Fall keine Dübel genommen, weil das hält auch so. Und ich nehme jetzt nochmal die Schrauben raus, um das besser zu zeigen. Das Ganze wird dann da einfach drauf geklipst. Dann kann man da die Ecken drauf schieben oder auch die Verlängerungsstücke. Und man kann das natürlich passend zuschneiden, das geht mit dem Alu eigentlich ganz gut. Dann kommt da oben der LED-Stripe rein. Der wird dann da festgeklebt, weil die LED-Stripes haben unten so eine Klebeseite. Und dann kommt da dieses Plastikblende drüber, dass es das Licht nochmal ein bisschen vermischt. Und dann sieht das einfach besser aus. Ja, man kann das natürlich beidseitig machen, also oben und unten. Wir haben es aber nur einseitig und an die Decke gemacht. So, jetzt werden hier die Halterungen verschraubt. Da kann man, wie wir es nehmen, einfach zwei Schrauben verwenden, aber auch vier, aber zwei sollten reichen, weil es kein schweres Gewicht hat. Ja, dann wird das Ganze, wie gesagt, einfach so draufgeklipst. Hier haben wir hier so ein Verlängerungsstück. Das wird dann auch einfach ein bisschen mit Kraft draufgeklipst und dann hält das auch. Und jetzt hier noch am Rande, also ich habe für das Video jetzt kein Geld oder so bekommen. Ich zeige euch das einfach nur, dass ihr seht, wie man das anbringen kann. Ja, jetzt wird der LED-Stripe reingeklebt. Der ist ja selbstklebend, man muss hinten nur diese Folie abziehen. Und dann kann man den Stückchen für Stückchen da reinkleben. Ja, so sieht das dann hier aus. Das hält dann auch gut. Und jetzt kommt diese Plastikabdeckung drauf. Die wird dann da auch einfach reingeklipst. Man muss die richtig rummachen, sieht man aber auch in der Bedienungsanleitung, weil ein Stück ist so kürzer und eins länger und das längere Stück muss oben in diese Noppe reingesetzt werden und dann hält das. So, ja, so sieht das Ganze jetzt fertig aus und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mal einen Daumen nach oben da. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mal bei meinen ganzen Social-Media-Sachen vorbeischaut. Also ich habe Snapchat, Instagram, Facebook, alles Mögliche. Alle Links sind natürlich in der Beschreibung und auch die Links zu den Produkten, die ihr hier gesehen habt. Und ja, dann tschüss, bis zu einem weiteren Video von mir.